Willkommen zum Q&A diese Woche. Ich habe wieder richtig spicy, spannende und Herzensfragen rausgesucht. Ihr könnt euch super auf diese Folge freuen. Deshalb lasst uns keine Zeit verlieren und direkt loslegen. Eine absolute Herzensangelegenheit von mir ist, das Wort Scham aus unserem Intimbereich zu streichen. Anstattdessen können wir die anatomischen Begriffe verwenden. Wir haben nämlich Vulvalippen. Und diese Vulvalippen unterscheiden sich in ihrer Form, Größe und Art vollkommen. Betrachten wir das Ganze mal rein anatomisch, sollen die Vulvalippen die Vagina, die Klitoris und den Scheideneingang schützen. Das ist also ihre eigentliche Aufgabe. Es ist nicht ihre Aufgabe, irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen. Denn ihr Aussehen ist wirklich so unterschiedlich. Jede Vulva sieht anders aus und auch das Aussehen der inneren und äußeren Vulvalippen unterscheidet sich ganz extrem. Da gibt es verschiedenste Adjektive, die wir benutzen können, denn sie können lang, kurz, dick oder dünn sein. Auch dunkel oder blass, faltig oder glatt. All das ist nichts Ungewöhnliches. Bei manchen Personen sind auch die inneren Vulvalippen länger bzw. größer als die äußeren und auch das ist total richtig. Versucht euren Körper selbst zu lieben, ihn zu akzeptieren, wie er ist und auch irgendwie schön zu finden, denn das seid ihr alle. Wie immer bei ganz individuellen Wünschen und Vorlieben ist eine ehrliche und offene Kommunikation mit Fingerspitzengefühl erforderlich. Sprich das Thema am besten in einem entspannten Moment an und erkläre ganz behutsam deine Vorliebe, ohne Druck auszuüben. Wenn dein Partner oder deine Partnerin dafür bereit ist, dann könntet ihr zum Beispiel ganz spielerisch mit einer Fußmassage beginnen. Dann schaust du einfach, wie die Reaktion deines Gegenübers ist. Anstatt das Thema zu einem Fetisch zu machen, solltest du am besten die Sinnlichkeit und Schönheit der Füße hervorheben und betonen. Versuch das einfach zu einem ganz angenehmen, spielerischen Teil eurer eigenen Erotik zu machen. Das Wichtigste ist hier natürlich Konsens und die Grenze der gegenüberstehenden Person zu wahren und zu respektieren. Sollte deine Beziehungsperson auch Interesse zeigen, könnt ihr euch ganz langsam daran wagen, intensivere Praktiken auszuüben.